Hier sind wir am Hümer Free S600 in der Special Blue Edition. Ich würde sagen Griechenblau, ne? Richtig. Griechenlandblau ist ja unsere Farbe, mögen wir gerne. Ja, erstmal zu den technischen Daten. Oh, hier sind wir bei einem 3,5 Tonner. 4 bis 5 Schlafplätze, das ist sehr viel. Eine richtig kurz, er ist kurz, also coole Länge. Breit ist er auch nicht so sehr und die Höhe ist ordentlich. Genau, er ist handlich. Genau, hat so, ja auch ein Hochbett. Gehen wir mal rein. Genau, hier haben wir natürlich jetzt die Leiter stehen. Die ist ja im üblichen Falle nicht ausgefahren, aber vielleicht gehst du als erstes mal hoch und zeigst mal den Schlafplatz. Einen der 4 bis 5 Schlafplätze. Ja, oh, ja. Gut aus. Ja, Zelt halt. Ja gut, aber auch das ist ja ein Ding, was durchaus im Trend liegt mit einem Zeltdach, weil du einfach mehr Schlafmöglichkeiten hast und dir der Raum ja in so einem kleinen Fahrzeug fehlt, um 4 Schlafplätze üblicherweise zu kriegen. Also es gibt schon durchaus Situationen, für uns zwei jetzt vielleicht nicht, weil wir zu zweit sind, aber mit 4, 5, mit einer Familie ist das eine tolle Lösung. Genau. So, hier auch sieht man jetzt nicht ganz so gut, aber das kennt ihr. Den Tisch kann man wieder ausklappen, dass er größer wird. Ja, die Sitzgruppe ist okay. Sitzgruppe ist okay. Für den Kastenwagen, ja, ausreichend. Genau. Hier natürlich, weil Kastenwagen wieder nur ein 2-Flammen-Kocher. Kochfeld, wieder mit unserem Lieblingsarmatur. Ja, mit der haben wir so Erfahrung gemacht. Deswegen sind wir da ein bisschen. Aber das sind so Kleinigkeiten, da wollen wir auch gar nicht rumpinsen. Genau. Ich glaube aber, ich muss jetzt mal. Zeigen wir mal die Schränke von innen. Ja. Ja, für einen Kastenwagen in Ordnung, ne? Ja. Das hier und dann haben wir hier noch einen Schrank. Den musst du vielleicht mal so zeigen. Ja. Ja, der ist okay. Oh, der ist tief. Der ist tief. Der ist gut tief, ja. Und hier nochmal vielleicht nochmal. Die Schubladengröße. Ja, lässt sich komplett ausziehen. Auch mit Softclose. Ja. Ja, die ist auch schön tief. Ja, und der Mülleimer ist auch da drin integriert. Genau. Ja, sehr schön. Hier haben wir wahrscheinlich Besteckkasten. Genau. Ja, dann muss ich jetzt wahrscheinlich mal rausgehen, damit du gucken kannst. Beziehungsweise hier ist ja noch mal ein Bett. Schaut mal, ich gehe mal hier hin. Weil dieses Bett kann man ja hochklappen. Das ist ja wieder das Kastenwagen-typische, dass man hier einfach noch mal einfach eine Durchgangsfläche hat, noch mal mehr Stauraum hat und das Bett eben bei Bedarf ein Bett ist, wenn man es nicht braucht. Ein Schwerbett, das ist aber auch nicht sehr lang, finde ich. Also ich passe hier nicht rein. Nö, aber für eine Familie, wenn hier Kinder schlafen, ja, Mama und Papa stimmt, oben. Ja, kann ja oben schlafen. Genau. Die Kinder können ja oder eher kleinere Menschen, muss ja nicht jeder 1,93 klein sein wie ich. So, genau, tief, ja, ist okay. Also für einen Kastenwagen auch optimal genutzt. Und hier auch nochmal. Auch nochmal Schubladen. Ja, oh, ja, die lässt sich auch komplett ausfahren. 15 Kilogramm maximal. Also da passt schon die eine oder andere Klamotte rein. Hier auch nochmal das gleiche. Also das und sogar Softclose. Ja, das scheint ja mittlerweile Standard zu sein. Dann schau du nochmal ins Bad. Ja, schau ich mir noch das Bad an. Okay, das Bad ist jetzt ein bisschen. Obwohl, Banktoilette haben wir hier. Also das ist schon mal gut. Kleines Waschbecken. Ja, und hier, okay, das ist jetzt nicht kein echtes Holz. Das ist eine schöne Furnierung, aber kein Holz. Also vielleicht Spanholz, kleiner Spiegel, genau, und hinten wie gesagt Banktoilette, ja, kann man machen. Und das hier, also ich bin kein Fan von solchen Vorhängen, aber Tür ist auch gut verarbeitet. Ja, dann sehen wir hier nochmal normale Mercedes-Technik, hier nochmal Hümer-Technik, vorne ganz normal Mercedes halt. Die Sitze sind aus Stoff in dem Modell hier, kann man sicherlich einen anderen, hier haben wir nochmal vorne den Schrank, ich mach mal so auf, da geht's nicht. Ja, das sieht man ein bisschen vielleicht. Ja, Banksitzgruppe ist okay. Jetzt gehen wir nochmal uns die Garage. Gut, hat er jetzt nicht. Oder nur von unten können wir uns den nochmal anschauen. Von außen. Ja. Ja, sieht gut aus. Da genau, da können wir nochmal reingucken. Was haben wir da? Gas? Ja, genau. Da, Gas. Da kommen die Gastanks hin. Die Gasflaschen. Hier, kann man was festmachen. Das sind diese Befestigungselemente. Genau. Richtig. Und da oben ist das Zeltdach. Ja, von hier. Und der Seite zeigen wir Ihnen auch gerne mal. Das ist ein schönes Auto, vor allem die Farbe, die knallt richtig rein. Ah, hier haben sie das gemacht für das Bett. Das müsste eine Dieselheizung sein. Dass der hier breiter wird, das ist wegen dem Bett. Außen. Genau, das haben sie hier genutzt. Ja.
da kommt die Steckdose hin. Ja, wie gesagt, also von der Farbe her, top, top, top. Schönes Auto. Hingucker. Der Free.